Ja, hallo und herzlich willkommen zu Abduction. Wir haben heute den 24.8. und quasi heute Release von Abduction. Hervorragend. Lange erwartet und jetzt ist es endlich da. Ein, hoffe ich, würdiger Nachfolger für Myst und Riven und die ganzen sonstigen, teilweise auch Klone, was so dieses Click-Joint-Venture angeht. Jo. Ja, Abduction. Wie gesagt, der direkte Nachfolger aus der Spieleschmiede Cyan. Also auch wirklich von den Jungs, die sich mit Myst und Riven dort verewigt haben in diesem Genre. Und ja, ich habe ein bisschen in der Einstellung rumgespielt schon. Aber ich denke mal, wir fangen einfach mal an. Ich denke mal so die. Ja, so 20 Minuten Teile werde ich das hier machen. Damit es euch auch nicht so langweilig wird, weil ich denke mal, durchaus kann es durchaus passieren, dass ich bei einigen Dingen einfach mal hängen bleibe. Und deshalb 20 Minuten pro Video, denke ich, ist eine ganz gute Sache. So, dann wollen wir mal spielen. Wir nennen das Spiel einfach mal bei Bewegung ist natürlich klar, männlich bleibt auch. Einfach mal aufs Spiel. Okay, dann habe ich in Option gesehen, mit C kann ich den freien Modus anschalten. Und ist natürlich super genial, die Grafik von Unreal Engine 4. Ja, das gefällt doch schon mal. So hätte auch We wirklich. all lost everything. Everything but our stories. And they shouldn't be forgotten. I was three. It was April of 1983. Cecil, it was 1870 for you. Sam and Vera, you tell it like it was yesterday, but it's been 62 years since you saw that blast of light. Okay. Also die Geschichte kann ich selber noch nicht einordnen. Ja, das ist schon mal nicht schlecht von der Grafikleistung, muss ich sagen, ja. Also wenn das der Umbau von Riven so gewesen wäre, also so werden würde wie das, ist ja schon. That's where all of our new stories began. It streaked across the sky. Mesmerizing, but unnerving. Even in daylight, Joseph, you said it was gloriously bright. But in the twilight, it was spellbinding. Whether it was in the deep woods like Cecil or right outside town like Jane and Jenny, we were drawn to see more. Vera, you said you recall smiling. Some of you were alone. I wasn't. My dear grandma, God bless her, rejoiced as if some forebearer of good fortune. Grandma lifted me from the carriage on the porch and walked into the yard so we could watch it unobstructed. Okay. Also hat man sich wohl von den Myst- oder Age-Büchern wohl None verabschiedet. of us understood. But, well, we followed. And we all felt some kind of trepidation, yet attraction. So we approached it, and it approached us. You all remember, there was no turning away. It advanced, almost like purposefully Ein spinning. Tannenzapfen.
slowly until, well, found us, each of us. We should tell these stories because, well, it saved us and there must be. Whoa, oh, Pixel, oh. Gut, jetzt darf es, glaube ich, ein bisschen laggen. Ah, ah. Bremenbrüche. Okay. Einverstanden. Kann ich das mitnehmen? Nee. Bleibt dann stehen. Ah, ich freue mich schon darauf, wieder alles zu erforschen, Dinge wieder auszuprobieren. Aber ich muss sagen, teilweise doch echt ein wenig Frame-Einbrüche. Ich glaube, da wird noch die Tage ein zwei Patches nötig sein. Obwohl meine Grafikkarte rödelt gerade auf 100%, also die ist ordentlich dabei, zumindest eine. Ja, okay. Ist schon so ein bisschen beeindruckend. Aber meines Erachtens nach sind die LODs ein wenig ein bisschen übertrieben. Also es verschwimmt doch zu arg in der Entfernung. Also von hier aus sollte ich das Schild schon einigermaßen lesen können. Welcome to Hunrath. Oh, das sieht mir. Gut, das im Hintergrund ist eher so ein bisschen alienmäßiger Planet, so, ne? Weil. Passt quasi irgendwie eigentlich nicht hier rein, dieses Canyon-Gedingens. So, was kann ich hier machen? Einfach draufdrücken. Hello, bonjour, ciao, hola, hallo, shora, ni hao. Welcome to Hunrath. My name is Josef. I am the mayor here. You are most probably a bit confused and disoriented, but let me reassure you, everything will be fine. You're not the first to go through this experience. The others who have come before you will help you adjust. Oh. Follow the trail to the house with the white picket fence. Fali will meet you there and introduce you to your new life here. Wie war der Name? Hello. Bonjour. Ciao. Ja, das hatten wir schon. Ich brauche den Namen nochmal. Hallo. Shora. Ni hao. Welcome to Hunrath. My name is Josef. I am the mayor here. Josef, Gott. You are most probably a bit confused. Oh, immerhin folgt mir. Oder auch nicht. Gut. Ja, landschaftlich schön. Aber das ist der Hintergrund, das passt irgendwie nicht. Mal gucken gehen. Ah, irgendein Käfer. Ja, krieg ich auf. Termitenhügel oder was soll das darstellen? Grüne Steine. Okay. Kann ich nichts. Ne, geht nichts. Denke ich mal, wird das noch für später interessant. Wabern. Das sieht so ein bisschen abgeschnitten aus hier.
Das könnte so eine. Ich würde es ja nicht Blase nennen, aber so ein. Aber das passt irgendwie absolut nicht. Das sieht wirklich so raus, als so aus, als würde das hier einfach so reingebettet. Den abgerissenen Strommast da hinten mal als Anhaltspunkt nimmt sich das doch echt. Ja, okay, das ist mal was anderes. Aber diese Schienen hier, das lässt mich schon wieder, also da graut es mich schon wieder vor. Alla Myst oder Riven Schienenbahnsystem. Da war schon wieder so ein Mikroruckler. Aber okay. Ich denke einfach mal, dass man hier auch, ja. Wird dann. Schienensystem, okay. Haus mit weißem Lattenzaun. Das wird wohl hier sein. Gut, hier waren wohl mal Kinder. Das sieht auch so ein bisschen irgendwo rausgerissen und einfach hier so angeflatscht aus. Okay. Das ist cool. Wahrscheinlich, ja. Ein Brief an Caroline, wer sonst oder wer sonst zurückgekommen. Oder wer sonst zurückgekommen wird. Gut Deutsch. Schon 5 Tage sind vergangen, also ist immer noch niemand zurückgekehrt. Ich stelle mich allmählich darauf ein, dass es nicht gut gelaufen ist. Überraschenderweise bin ich aber nach wie vor im Leben, was mich extrem verblüfft und mit tiefem Inneren sogar einen Funken Hoffnung gibt. Ich habe mich in den Keller zurückgezogen. Dort bin ich geschützt und kann über meine Möglichkeiten nachdenken. CW, so Josef, und C.W. Gut. Schauen wir mal. Ja, machen wir natürlich wieder zu. Und haben wir gelesen. Oh. Eine Hausnummer. 1436. Einfach mal alles aufschreiben. Na, kennen wir ja von Riven. Community Center. Sollte auch der das Hologramm angucken. I'm sorry. I guess if you're seeing this, then I wasn't even. Just in case. Welcome. But it's probably not safe here. To be blunt, we're getting ready for a battle. I don't know what you'll find. I just thought I should. Just be cautious with who you trust. CW may be here. I don't know. Just be careful. I've got to go. See you soon. And don't panic. As jarring as this experience is, you really will find Hunter F to be a decent place. Ah, yeah. Aus einem Videorekorder, einer Batterie und 2 Lautsprechern gebaut. Klasse. Was haben wir hier? Nähert euch keinem Gerät, das auch nur im entferntesten diesem Diagramm ähnelt, solange es nicht deaktiviert wurde. Okay. Ich glaube, ich habe ein Fotoapparat auf Leertaste. Ah. Komm ich hier rein? Nein. Fenster gehen auch nicht. Ja. Okay, dann werde ich da auch so wahrscheinlich nicht reinkommen. Gucken wir mal weiter, was wir hier noch so finden. Ein Spielzeug. Oh, das ist cool.
Das ist cool. Okay. Da ist nichts dran, außer vielleicht das hier. Wenn man das als irgendeinen Hinweis betrachten will. Sonst ist da nichts dran. Ah, wo fahren wir den Fotoapparat? Mal gucken, ob das auch so geht, wenn ich das jetzt so. Ah, ne, geht. Ah. Okay, lassen wir das Foto mal weg. Ah, das sieht auch so ein bisschen abgeschnitten aus, als würde das quasi nicht hier reingehören eigentlich. Ja, einfach so platsch drin. Ja, schon sehr gut. Da hinten will ich es noch nicht. Das ist wieder so ein Fliegevieh. Aus wie so eine alte Westernstadt. Okay, das ist auch wieder so ein Glimmstein. Das wird wahrscheinlich auch wieder irgendwas mit dem Laser da oben zu tun haben. Da hängt wieder so ein Zettel dran. Kette ist zu. Und wenn mich nicht alles täuscht. Ja, das sieht aus wie eine Leitung, ja. Hier versperrt, kann ich hier wegrollen? Das sieht mir danach aus, dass wir irgendwas mit Strom machen müssen. Wegen hier gehe dahin, schalte dieses Licht an. Was haben wir hier? Oh nein, Tiersymbole. Riven lässt grüßen. Ist eine Schildkröte da, oder? Tatsächlich. Na, Fisch. Machen wir davon mal ein Foto. Kartenspiel. Können wir da dran? Nein, geht nicht. Oh, Hundis. Was steht da? Lilly? Also ich glaube, diese Kamerafunktion ist das Beste, was sie überhaupt jemals eingebaut haben. Das scheint mir so eine Kugel gewesen zu sein. Hier geht es auch nicht weiter, obwohl hier noch so eine Lampe ist. Das scheint mir so eine Kugel. Das sieht doch aus wie eine Kugel, ne? Ja. Da klippt ein bisschen das Licht durch, aber naja, das war's. Hier ist nichts hinter. Kann ich auch nicht besitzen nehmen. Und da ist wieder so ein Informationsstein. Hier was? Ne. Backgammon. Ja, komm, machen wir mal den Informationsstein vor uns dann da vorne mal. Downtown. We have a healthy, thriving community here, as you can see. Our Klar. garden was planted years ago and has supplied plenty of food for many generations. The buildings around town serve multiple purposes, including housing, schooling and storage. I'm sure you have run across a number of folks already. Ja, klar, Many were brought here, like you, and some actually were born here. We all feel we are part of the whole. Ja, Joseph, ist klar. Auch hier welcome, ne? Gut, das für diese Warnung. Welcome.
alles gehört. Na egal. Gut, da war ich gerade. Da liegt ein Teller. Gehen wir mal da oben gucken. Ich meine, ja, da habe ich es nämlich glitzern sehen. Okay, Wasserturm mit Hebel dran. Das wird auch noch irgendein Rätsel sein. Irgendwie gucken wir uns diesen The Tree. This is the tree. It has been here in Hunrock for as long as anyone can remember. Its health is intimately tied to everything in our little greenhouse. Our cell we live in. Our ecosystem. It has provided many surprises over the years, including some interesting seeds that you will learn more about. Many have postulated, yet we really know very little about its origins. But we do know it should be cherished and protected. Ja, der Baum ist quasi das Einzige, was hier noch lebt, ne? So, kann ich da nochmal auf das Dach drauf? Das wäre nicht schlecht, ja. Also da geht eine Leitung dahin und dann da und dann, okay. Und Lasers dahinten. Plus, da kann ich nochmal um den Baum rumlaufen. Und ein Raumschiff, so wie es aussieht. Ja gut, ich würde mal sagen, das sollte es auch gewesen sein für den ersten Teil Abduction. Und ja, danke fürs Zusehen und dann vielleicht bis zum nächsten Mal bei oder zu Teil 2. Und dann gucke ich mir mal die Laser an.